Darunter versteht man, dass das Neugeborene mit dem Vaginalsekret der Mutter in Kontakt kommt. Dort sind ja verschiedene Keime in der Scheide vorhanden, die normalerweise in einem Gleichgewicht sind von günstigen Keimen und vielleicht auch Krankheitserregern. Die Frau hat aber unter normalen Umständen ja eine ausgewogene Flora und die soll sich auf das Baby übertragen unter der Geburt, damit diese Keime dann auch den Magen-Darm-Trakt besiedeln können und dieses Gleichgewicht schützt dann das Neugeborene vor Darmerkrankungen. Das Vaginal-Seeding ist notwendig, wenn das Kind nicht mit dem Vaginalsekret der Mutter in Kontakt kommt, zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt. Dann ist das notwendig und dann kann es schon vorbereitet werden, zum Beispiel beim geplanten Kaiserschnitt könnte die Frau vorher schon einen Tampon tragen und dann gleich nach der Geburt dieses Sekret dann auf das Kind übertragen. Es kann aber auch später erfolgen, wenn jetzt ein unerwarteter Kaiserschnitt ist oder wenn das Sekret mit Blut vermischt ist, dann wollen das manche Eltern nicht, dann kann man das auch später machen. Also es gibt die Möglichkeit, dann auch in den ersten Lebenstagen dieses Sekret aufzufangen und dann auf das Neugeborene zu übertragen. Das Vaginalsekret der Mutter schützt das Neugeborene. Bei Frühgeborenen kann durch das Vaginalsekret eine schwere Darmentzündung verhindert werden und bei reifen Kindern schützt das Vaginalsekret die Kinder vor Ernährungskomplikationen und anderen mit der Ernährung zusammenhängenden Störungen.